Moin Moin und Aloha vom Achterdeck der MS Stubnitz. Hier spricht euer Bootsmann Plexe. Ich bin heute mit euch hier an Deck, um euch ein paar Knoten zu zeigen und zu gucken, was hier sonst noch so auf dem Schiff abgeht, wenn wir mal nicht gerade restaurieren. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit einem etwas einfacheren Knoten an, mit dem sogenannten Achtknoten. Der Name ist selbsterklärend, den zeige ich euch gleich, der sieht aus wie eine Acht. Diesen Knoten braucht man zum Beispiel am Ende von einem Tau, um da im Prinzip einen Stopper reinzumachen. Ein Tau, wie hier zum Beispiel, läuft durch einen Holzblock. Und wenn man nicht möchte, dass dieses Tau am Ende des Blockes aus dem Block herausrutscht, braucht man hier natürlich einen kleinen Knoten, der das Tau ordentlich abstoppt. Ich habe hier mal ein kleines Tau vorbereitet. Okay, wir haben hier das Ende unseres Taus. Wir legen es einmal über Kreuz, gehen hinter dem kommenden Tau heraus und gehen wieder zurück in das Loch. Und hier sieht man schon, bildet sich langsam eine kleine Acht. Dieser Knoten ist, wenn hier der Block ist, meine Hand ist der Block, ist er dazu da, um das Tau vorm Auslaufen zu stoppen. Und durch die Art des Knotens wird dieser Stopper auch immer fester gezogen und kann sich von alleine nicht lösen. Das ist der Achtknoten. Okay?